Die ADAC Sim Racing Expo war der Schauplatz für Assetto Corsa Evo. Und nicht nur konnte ich die Sim da zum ersten Mal selber spielen, nein, es gab auch unzählige Interviews mit den Devs, es gab ein Panel, wo Kunos noch Sachen vorgestellt hat. Und natürlich gab es auch wieder massig Informationen, die von Ohr zu Ohr geflüstert werden hinter den Kulissen. Da verliert man natürlich als Spieler ganz schnell die Übersicht, was denn jetzt alles an Informationen öffentlich draußen ist. Weshalb ich für euch heute nochmal zusammenfassen will, was wir alles über AC Evo auf der ADAC Sim Racing Expo gelernt haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie erwähnt, konnte ich auf der Expo AC Evo zum allerersten Mal spielen. Ich habe alle verfügbaren Szenarien auf dem Showfloor mitgenommen, also alle drei Kombos. Und ich habe dazu auch ein Ersteindrucksvideo gemacht. Verlinke ich euch jetzt nochmal oben rechts. Too long didn't watch. Mir hat es richtig gut gefallen. Es ist für mich so eine Mischung aus AC1 und ACC. Und schon nach nur wenigen Sekunden am Steuer hat man so das Gefühl, dass man anfangen kann zu pushen, weil es sich so vertraut anfühlt. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wie gesagt, Ersteindruck hatte ich verlinkt. Schaut da mal gerne rein. Heute reden wir über all die Informationen, die wir sonst so gelernt haben auf der Messe, was uns in AC Evo Mitte Januar und darüber hinaus erwarten wird. Wir reden über den Free Roam. Wir reden über Informationen zum Multiplayer. Wir reden über den Modding Support. Da sind jetzt wirklich schon sehr konkrete Informationen draußen. Und wenn es euch gefällt, dann lasst natürlich ein Like da auf dem Video und gerne abonnieren für mehr Assetto Corsa Evo News. Dann verpasst ihr nichts. Und wir starten rein mit dem Singleplayer bzw. dem Free Roam und was wir da alles gelernt haben. Zum einen ist ganz schnell klar geworden, Kunos hat ein Auge drauf gehabt, was so in der Modding-Szene passiert ist und dass Assetto Corsa 1 auch von ganz vielen Casual-Racern genutzt wurde, einfach um Spaß zu haben, um auf irgendwelchen offenen Straßen rumzufahren. Pacific Highway und auch Shutoku wurden da mehrfach genannt. Und dieses Modell des freien Fahrens mit Verkehr, vielleicht sogar im Multiplayer mit anderen Leuten, das wollen sie jetzt auch als eines der Hauptthemen mit rüberbringen in ihre neue Simulation. Ich muss aufhören, mein Mikrofon zu schlagen. Sorry, Leute. Deswegen ist quasi zu 100% confirmed, dass es eine Open World geben wird. Die wurde auch schon mehrfach so durch die Blume mit den Augenzwinkern bestätigt. Auch, dass es sich um ein Gebiet rund um die Nordschleife handeln wird. Also alles, was in diesem einen großen Leak drin war, den ich vor ein paar Wochen mal vorgestellt hatte, da scheint wirklich einiges von zu stimmen. Also ihr könnt euch auf eine Open World freuen, ihr könnt euch auf Multiplayer Free Roam freuen mit Verkehr. Das wird eine große Nummer in AC Evo für die Singleplayer-Fans. Und da war natürlich die Frage von ganz, ganz vielen, was auch im Panel nochmal extra einen Punkt bekommen hat. Ja, aber wenn da so ein großes Augenmerk drauf ist, wird dann Assetto Corsa keine Simulation, wird es mehr Simcade werden? Und die Antwort ist dann ganz klares und entschiedenes Nein. Assetto Corsa Evo von Evoluzione, so wird es anscheinend richtig ausgesprochen, soll diese italienische Tradition fortführen, dieses Hardcore-Sim, was Kunos sich auf die Fahne geschrieben hat. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass Assetto Corsa Evo ein Simcade-Titel wird. Wird es auf gar keinen Fall. Es wird 100% Simulation sein. Aber was Kunos eben haben will, ist mehr Gamification. Dass jeder Spieler im Kosmos von Assetto Corsa glücklich gemacht wird. Über den Multiplayer reden wir noch. Da gab es nämlich auch richtig geile Ankündigungen. Aber zuerst, es wird ein Wirtschaftssystem geben. Es wird Ingame-Credits geben, die man sich verdienen kann mit irgendwelchen Aufgaben. Welche das sein werden, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Aber es wird Ingame-Credits geben und keine Mikrotransaktionen. Das wurde auch schon bekannt gegeben. Es wird keine Ingame-Käufe geben. Also euer Echtgeld ist safe, sondern ihr könnt euch im Spiel Credits verdienen und für diese Credits neue Autos kaufen. Ihr könnt euch vielleicht sogar Häuser kaufen. Das ist jetzt wiederum Spekulation. Aber Autos werdet ihr auf jeden Fall kaufen können. Ihr werdet euch Teile für eure Fahrzeuge kaufen können und die Fahrzeuge in Power und auch eben kosmetisch aufrüsten können. Da wurde auch schon Spoiler und Rims wurden schon so mehr oder weniger confirmed von Marco Masaruto in einem Interview. Also da wird es auf jeden Fall ein tiefes System geben, wie ihr eure Autos im Singleplayer individuell gestalten könnt. Und da hört das Ganze nicht auf. Bei den Spielabstürzen, die ich auch im Ersteindrucksvideo erwähnt hatte, da konnte man ja das Hauptmenü sehen. Und da gab es noch mehrere Punkte, unter anderem Fahrer-Customization, also Fahreranpassungen. Das bedeutet so viel wie, ihr könnt euren Fahrer
Fahrer auch individuell einstellen. Also Rennanzüge, wir reden hier von Freizeitbekleidung vielleicht, von verschiedenen Handschuhen, verschiedenen Helmen, je nachdem, was ihr auch fahren wollt. Ihr könnt euch so euren Fahrer individuell zusammenstellen. Vielleicht gibt es auch verschiedene Fahrermodelle, vielleicht sogar einen Editor, wissen wir nicht, aber das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung, dass euer Fahrer individuell anpassbar sein wird. So, und jetzt kommt dann natürlich die Frage, wenn ich mir meine Autos kaufen muss durch Ingame-Credits, kann ich dann überhaupt im Singleplayer alles fahren, was ich will? Und wie verhält sich das mit dem Multiplayer? Und da gab es auch schon Antworten. Ihr könnt trotzdem Sandbox-mäßig alles fahren, was ihr wollt, auf jeder Strecke, die ihr wollt. Vielleicht sogar im Free Roam, so wie ihr wollt, weil ihr könnt euch zu jeder Zeit Autos mieten bzw. leihen. Für Online-Rennen könnt ihr das tun, ihr könnt das für den Singleplayer tun und weiterhin, so wie es davor auch war, Sandbox-mäßig das machen, auf was ihr Lust habt. Also es gibt keinen Zwang, sich ein Auto erst kaufen zu müssen, um es fahren zu können. Das Kaufen von Autos ist in erster Linie nur da, um das zu eurem Auto zu machen. Das kriegt dann eine individuelle Nummer und ist euer Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Verschleiß gibt oder so, aber ihr könnt es auf jeden Fall nach euren Bedürfnissen anpassen, sowohl vom optischen als auch vom Leistungstuning her. Das gilt dann auch für Custom Liveries, die man sich vielleicht selber erstellen kann etc. Dann habt ihr euer Auto und ihr könnt mit diesem Auto dann auch im Online-Multiplayer antreten. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das mit den Lobbys funktionieren wird, vor allem, wenn es eben Power-Tuning gibt. Vielleicht wird dann alles auf dieselbe Spec irgendwie am Ende geeicht oder so. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall könnt ihr diese individuellen Fahrzeuge auch im Multiplayer benutzen, was so viel bedeutet wie, es gibt keinen Rumteilen von Skins mehr, sondern wenn ihr mit eurem Auto im Online-Multiplayer teilnehmt, dann können alle anderen Fahrer auf der Strecke auch eure Customization sehen. Also so wie das Auto bei euch aussieht, wird es dann auch bei den anderen aussehen. Also da wird alles deutlich leichter als bei Assetto Corsa 1 zum Beispiel. Ebenfalls im Hauptmenü konnte man sehen, dass es ein Lizenzsystem geben wird. Ob man das spielen muss und ob das optional ist, das werden wir sehen. Kann ja sein, dass man Lizenzen freischalten muss, um vielleicht an verschiedenen Disziplinen im Multiplayer teilnehmen zu können. Es wird auf jeden Fall so ein Lizenzsystem geben, wahrscheinlich in die Richtung Gran Turismo, wo man so mit Bronze, Silber, Gold Sachen freischaltet. Gab es ja in Assetto Corsa 1 auch schon solche. Es war ja der Karrieremodus dort. Also so ein Lizenzsystem wird es wohl auch in AC Evo geben. Also laut Menü auf jeden Fall. Und dann gab es noch die Info, vielleicht auch interessant für die meisten. Der Early Access startet ja am 16. Januar und er startet mit 20 Autos. Und mit 5 Strecken. Und die 5 Strecken, die sind tatsächlich alle schon bekannt. Wir haben Brands Hatch, wir haben Imola, wir haben Bathurst, Fuji und die Nordschleife. Also 5 Strecken zum Start und dann soll Stück für Stück neuer Content hinzugefügt werden. Während der Early Access Phase zum Beispiel wurden auch schon japanische Driftfahrzeuge angekündigt. Aber dazu später mehr. Reden wir über den Multiplayer, weil ja, jetzt haben wir erfahren, es wird eine Hardcore-Sim und es wird viel Singleplayer-Zeug geben, auch Free-Roam-Stuff und man hat auf jeden Fall diese Spielerbasis im Auge. Aber was ist mit dem Multiplayer? Was ist mit den Leuten, die einfach tagtäglich ihre Daily Races fahren wollen, die vielleicht interessiert sind, Ligen zu hosten? Was ist mit den Leuten? Werden die auch von Evo abgeholt? Und ja, das werden sie. Und zwar Big Deal. Kunus hat nämlich einen richtig geilen Schachzug gelandet. Die haben, um Zeit zu sparen und Ressourcen zu sparen innerhalb der eigenen Firma und um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, die Grafik-Engine, Physics-Engine, Implementierung von Fahrzeugen, haben sie den Multiplayer komplett ausgelagert. Und zwar wird der Multiplayer von SimGrid gestaltet und offiziell im Spiel integriert sein. Und das ist kein Novum, das haben wir schon mal gesehen, nämlich bei Studio 397, also R-Factor 2 und bei Le Mans Ultimate. Da wird ja Race Control genutzt, dieses Portal, in dem man Online Racing, Daily Racing und auch Event Racing machen kann. Und das wird von SimGrid betrieben. Also wir kriegen quasi einen ähnlichen Online-Multiplayer, wie wir es in LMU haben, also in Le Mans Ultimate, auch für Assetto Corsa Evo. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, weil der Online-Multiplayer bei LMU ist wirklich gut. Also ist sehr progressiv, würde ich sagen. Ja, also es gibt da auch Safety-Rating und ein Skill-Rating, aber man steigt nicht einfach nur mit einer Zahl auf, sondern hat so einen kleinen Fortschrittsbalken. Man steigt auf von Bronze in Silber in Gold und sieht quasi Bronze 3, Bronze 2, Bronze 1. So ein bisschen das, was wir eigentlich schon immer haben wollten oder was ich schon immer haben wollte im Online-Racing. Und das wird auch zu Evo kommen mit Daily Racing,
und auch mit Event Racing. Denn in der Präsentation auf dem Panel, das gehalten wurde von Kunos, da stand zum einen eSports Ready drauf, also man hat den eSports auch im Blick, möchte da eigene Competitions wahrscheinlich hosten relativ schnell, und es stand Multiclass Racing drauf. Also auch große Grids mit vielen Fahrzeugen, wahrscheinlich auch mit Fahrerwechseln, sind im Hinterkopf von Kunos und sollen Teil von Assetto Corsa Evo sein. Also das klingt alles schon sehr, sehr gut. Man möchte sich auch mehr noch um Cheater kümmern, dass weniger gecheatet wird, die Attacken auf die Server nicht so leicht gehen. Das klang ziemlich gut. Und die Kooperation mit SimGrid, mit diesem offiziellen Online-System, ist nicht exklusiv. Also auch in LFM wird es weitergeben, auch in SimRacing GP wird es weiterhin geben. Ihr könnt euch am Ende selber aussuchen, auf welcher Plattform ihr competen möchtet, ihr eurer Elo nachjagen wollt. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen. Denn das bestätigt auch, dass Hinz und Kunz, also wir zum Beispiel, Champion Joe Community oder ASRC, dass solche Leute, diese kleinen Communities, weiterhin auch ihre eigenen Ligen und Events hosten können, weil es weiterhin ein offener Zugang sein wird, an den jeder ran darf. Jeder kann Server hosten, jeder kann seine eigenen Ligen hosten. Das ist schon sehr, sehr geil. Auch das ganze TV-Kamerasystem und Spectator-System soll überarbeitet werden, um eben eSports ready zu sein. Das wurde auch auf dem Panel bestätigt. Also, falls ihr Lust habt auf private Ligen, auf private Events, dann gerne mal auf Discord vorbeischauen. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr einige Events hosten, was AC Evo angeht, und vielleicht auch unsere nächste A-League-Saison schon in Evo haben, weil 5 Strecken kann man schon eine kleine Liga machen mit dem Porsche Cup, würde ich sagen. Und da werden ja wahrscheinlich noch ein paar mehr Strecken rauskommen. Also gerne mal auf Discord vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. Gut, sprechen wir über das nächste Thema, nämlich über den Regen bzw. die dynamische Strecke. Da gab es auch schon einige Infos, vor allem die man aus der Demo rausziehen konnte. Denn wir hatten 2 Szenarien, in denen es Regen gab. Zum einen den Hyundai auf Brands Hatch. Da war die Strecke am Anfang noch ein bisschen nass und ist dann Stück für Stück trockener geworden. Da konnte man wirklich schön sehen, dass je nachdem, wo man fährt, die Strecke abtrocknet. Es ist wirklich dynamisch. Da, wo die Fahrzeuge fahren, wird die Strecke auch trocken und nicht nur, die Ideallinie wird halt mit der Zeit trocken und fertig, sondern es ist wirklich da, wo die Autos fahren, wird das Wasser verdrängt und da bilden sich dann auch die trockenen Linien. Das fand ich sehr beeindruckend. Und dann gab es noch das Beispiel mit dem Alpine auf Bathurst, wo der Regen immer mehr zugenommen hat. Man gesehen hat, wie das Wasser am Berg eben läuft, wo sich Pfützen bilden. Und dass man wirklich jede Runde eine andere Linie braucht, dass man sich wirklich die Linie suchen muss und dann auch, wenn der Regen zunimmt, immer mehr vorsichtig fahren muss, früher bremsen, mehr Rollphasen haben muss, nicht mehr so hart bremsen kann und man wirklich aufpassen muss, dass man den Wagen nicht in die Bande wirft. Also da können wir uns wirklich drauf freuen, auf ein cooles, ausgeklügeltes Regensystem. Ich hatte es ja im anderen Video auch schon gesagt, wie die Tropfen sich so bilden, die werden schön auch verwischt und bilden so, ein Gebilde quasi auf den Seitenfenstern, also du hast erst die kleinen Tropfen, es werden immer mehr und wenn die dann sich zusammenfügen, dann wischen die über die Scheibe zurück. Also visuell wird das auch ein absoluter Knaller. Und was auch noch bestätigt wurde, ist, dass das Wetter dynamisch ist. Also wir haben nicht mehr so eine 2D-Kuppel, so wie bei AC1, die einmal über die ganze Strecke so drüber liegt, sondern wir haben dynamische Wolken, die tatsächlich über die Strecke sich bewegen. Also die Wolken, die werden automatisch hier generiert, je nachdem, was für ein Preset eben drin ist. Und so kann es dann auch sein, dass es in manchen Stellen der Strecke noch Sonnenschein hat und an anderen Stellen der Strecke fängt schon an zu regnen. Und andersrum natürlich auch, es hört auf zu regnen und es beginnt an einer Stelle der Strecke zuerst zu trocknen, während die andere Stelle vielleicht noch ein bisschen feuchter ist. Also da wird es sehr interessante Regenschlachten geben und ich glaube, wenn wir das in einem guten Online-Racing mit integriert bekommen, kann das sehr, sehr spannend werden mit tollen taktischen Fights, was Reifenwechsel angeht und eben auch fahrerisches Können fördern. Nächstes Thema ist AI Racing. Darüber wollte ich ja eigentlich im ersten Video schon ein bisschen was drüber erzählen, hab's dann aber vor lauter vergessen. Das AI Racing war wirklich nicht gut. Muss man einfach so sagen, das AI Racing war ziemlich basic
Man kennt das AI-Behavior von ACC zum Beispiel. Man konnte in jede Innenseite reindiven. Ich habe einen 8-Jährigen gesehen, der in der Aqua auf Imola eine KI außenrum überholt hat. Also erwartet da nicht zu viel. Das AI-Racing wird wahrscheinlich nicht so gut werden wie in einem Amos 2, nicht so gut werden wie in einem iRacing, sondern es wird ziemliche Standardkost werden. Man kann natürlich jetzt noch nichts sagen über die Traffic AI, da werden wir noch sehen, aber die Racing AI wird nicht ganz so stark werden, glaube ich. Ist zumindest mein erster Eindruck. Vielleicht sind sie da einfach auch noch nicht so weit und da wird es noch Updates geben, wenn wir sehen. Dann auch ein wichtiges Thema für viele, VR-Support, Triple-Support und Konsolen-Release. VR und Triple-Support sind laut Marco Maseruto schon im Spiel und auch in der Demo möglich gewesen, aber man will eben noch ein bisschen dran feilen, weshalb es das noch nicht auf der Messe gab. Aber es ist theoretisch schon möglich und sie haben halt eben nochmal ausgeführt, ja, mit Unreal Engine, wir haben unser Bestes gegeben, um das so performant wie möglich zu machen, auch in Zusammenarbeit mit Epic, aber jetzt haben sie eben ihre eigene Engine und können volle Kontrolle darauf ausüben, dass es auf Triples möglichst gut läuft, dass es in VR möglichst gut läuft und das hat wirklich oberste Priorität und wird am 16. Januar, wenn das Spiel in den Early Access geht, auch direkt verfügbar sein. Was die Konsolenportierung angeht, da wurde bestätigt, dass auf jeden Fall Konsolenversionen kommen. Ich gehe mal davon aus, für die neueste Generation, ich glaube die PS4 wird da schon leer ausgehen. Die sind ja auch schon 10 Jahre alt, die Konsolen darf man auch nicht vergessen. Auf jeden Fall, es wird für die Konsole kommen, aber erst, wenn der Early Access vorbei ist. Ja, also man wird erstmal die Early Access Phase auf dem PC haben und wenn dann der 1.0 steht, wird diese Version wahrscheinlich nochmal ein bisschen zeitverzögert dann auf den Konsolen erscheinen. Werdet ein bisschen geduldig sein müssen, wird aber kommen. So, als nächstes das Thema Sound. Und ich bin kein Sound-Experte, absolut nicht. Aber ich habe mit Leuten geredet, die Ahnung von Sound haben, zum Beispiel die Jungs, die bei VRC den Sound machen. Und die haben mir gesagt, zum einen sind viele Sounds in der Demo wiederverwendet worden aus AC1 und aus ACC. Zum Beispiel, wenn man über Curbs fährt, das war 1:1 der gleiche Sound. Und auch beim Porsche Cup wurde der gleiche Sound verwendet, habe ich gehört. Neue Sounds gab es zum Beispiel beim Alpine, weil es eben ein neues Fahrzeug ist und der klang anscheinend sehr gut. Und ich persönlich kann von meiner Warte aus nur sagen, es klang wirklich sehr rund alles. Ob der Sound jetzt Weltklasse ist oder nur so okay, das mögen vielleicht andere beantworten. Aber für diejenigen, die kein Sounddesign-Studium abgeschlossen haben und einfach nur ordentlichen Sound haben wollen, könnt ihr euch auf die, ich sag mal, gewohnte Kunos-Qualität freuen. Dann andere Disziplinen, nämlich Drifting, Gymkhana und Offroading. Wird dazu was kommen? Drifting, confirmed. Ja, Marco Maseruto hat gemeint, ja, theoretisch kannst du ja jedes Auto driften. Und klar, werden wir vielleicht irgendwann auch mal noch Drift-Autos drin haben. Es wurde auch dort an der Stelle, als über Drifting gesprochen wurde, mehr oder weniger japanische Hersteller confirmed. Also wir werden uns auch in AC Evo über coole japanische Klassiker freuen dürfen, die wahrscheinlich dann eben auch gerne fürs Drifting genutzt werden. Ob dann irgendwann auch japanische Driftstraßen kommen werden, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall ist das so eine Sache, die wahrscheinlich noch im Early Access noch dazukommen wird. Gymkhana wurde auch in den Raum gestellt, hat jetzt Marco Maseruto nichts Näheres dazu gesagt. Er hat es aber auch nicht abgelehnt und gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall. Also wer weiß, vielleicht kommt auch solche Disziplinen mal noch. Und dann Offroad. Und da fand ich ganz witzig, da hat er tatsächlich sehr stark drauf reagiert mit so einem Augenzwinkern. Ja, werden wir sehen, werden wir sehen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch kommen wird für Evo, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber das haben sie auf dem Schirm, dass sie da auch ein bisschen Offroading machen. Die Frage ist, Offroading und Racing auf Offroad oder werden sie tatsächlich ein System integrieren, mit dem man auch Rallye fahren kann? Und wie weit ist überhaupt die Offroad-Physik? Jetzt durch Kies durchfahren und so hat sich schon sehr gut angefühlt, aber das kannst du natürlich nicht miteinander vergleichen, Slicks auf Kies als Gravel-Tires auf einer richtigen Kiesstraße oder auf einer Dreckstraße oder im Schnee fahren oder so. Werden wir sehen, ob sowas in der Zukunft irgendwann kommt, aber Marco Maseruto hat auf jeden Fall so, mal gucken, ob da was kommt. Also war schon, ja, da wollte schon irgendwie was sagen, aber weiß ganz genau, darf er noch nicht, kann er noch nicht.
müssen wir den richtigen Zeitpunkt abwarten. So, und dann noch der Elefant im Raum, Modding. Wie geht's weiter mit dem Mod-Support in Assetto Corsa Evo? Viele Leute wollen ja diesen offenen Mod-Support, wo man wirklich alles reinwerfen kann, wo wir Spieler die volle Kontrolle haben über die Simulation und was an neuen Inhalten kommt. Diese Art von Modding wird es in Evo nicht geben. Ja, Punkt aus Strich, wird es nicht geben. Also, dass jeder da draußen seine eigenen Mods reinpfeffern kann, das wird nicht passieren. Sondern, wenn man eine Mod hat, die man gerne in AC Evo haben möchte, dann wird man diese einsenden können und die wird dann kontrolliert. Und wenn es eine fiktive Sache ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dann auch im Spiel verfügbar sein wird. In einem extra Shop, in einem extra Marketplace, wie auch immer, kann man die dann vielleicht kostenlos anbieten. Eine fiktive Strecke, ich denke da an so Strecken von Double Zero zum Beispiel, wie in Anadara, dass man die relativ leicht ins Spiel reinkriegt und die dann auch approved wird, weil es eben fiktiv ist und die wird man sich dann offiziell im Spiel runterladen können. Bei Paid Mods ist es ein bisschen anders. Hat Marco Masoruto und andere auch mehr oder weniger bestätigt, dass es einen Kontakt geben wird zwischen den Lizenzgebern und ihnen selbst, weil sie eben mittlerweile sehr gut vernetzt sind und dass man versuchen möchte, diese Fahrzeuge offiziell zu lizenzieren. Also dass ein VRC, dass ein ASS, dass ein UAD ihre Fahrzeuge offiziell lizenziert ins Spiel kriegen können. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, UAD würde einen Aston Martin GT3 machen. Grüße gehen raus. Und den würden sie super gerne ins Spiel reinbringen wollen. Dann schicken die ihr aktuellstes Modell ein. Das wird an Aston Martin geschickt. Aston Martin schaut drauf, sagt, hey, hier und da sind noch kleine Sachen, die bitte noch abändern. Dann kriegt ihr die Lizenz und dann handelt Kunos quasi eine Lizenz aus. Und wenn UAD dann ihr Fahrzeug über den offiziellen Shop verkauft, verdienen alle Parteien ein bisschen was mit dran. So wurde es von Kunos auf der Messe kommuniziert. Das heißt, das könnte für die Leute, die wirklich sich da ein Business draus gemacht haben, für die großen Marken oder für diejenigen, die das gerne sein wollen würden, echt eine Chance sein, offiziellen Content für das Spiel zu machen. Und ich glaube, das könnte richtig geil werden, vor allem, weil wir dann das alles im Spiel integriert haben. Man muss nicht im Internet groß danach suchen, man muss nicht ein krasser Insider sein, um die besten Quellen zu kennen, sondern es ist alles zentriert, zentral in einem Spiel drin. Man kann sich das da einfach runterladen und ist dann vielleicht auch eher online-ready und kann dann leichter auch mal in Online-Sessions genutzt werden. Klar, für die große Freiheit ist es natürlich nicht so gut, auf die ja auch extrem viele in AC1 stehen. Aber nachdem ich jetzt so viele Jahre in dieser Szene drin war, muss ich sagen, ich glaube, das ist der bessere Ansatz. Es wird weniger Streitereien geben, es wird weniger Hass unter den Moddern geben, weniger Angekeife geben und das alles ein bisschen ruhiger werden lassen und auch für den Nutzer besser sein am Ende, weil wir nicht 1000 verschiedene Fahrzeuge haben, die alle eine unterschiedliche Physik haben, unterschiedliches Reifenmodell haben, sondern es wird alles zentral auf einem Ding laufen und am Ende des Tages Content ergeben, der wirklich auch mal online nutzbar ist. Vielleicht sogar, wenn dann ein UAD ein neues GT3-Fahrzeug macht, das man einfach integrieren kann in die bestehenden GT3-Fahrzeuge, weil die gleiche Reifenphysik, die gleiche Fahrphysik genutzt wird oder so. Wenn wir sehen, wie es am Ende ausgeht, auf jeden Fall Modding wird es zu 100% geben, das ist confirmed, aber keinen offenen Mod-Support, sondern einen kontrollierten. Wie findet ihr das? Schreibt es mir gerne unten rein in die Kommentare. Und natürlich, wie ist euer Hype-Level nach der Expo? Also bei mir wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es noch höher geht, aber bei mir ist es eine 10 von 10. Ich freue mich so unendlich auf dieses Spiel und ich werde jede kleine News, alles, was dazu irgendwie rauskommt, hier auf dem Channel abbilden. Wenn ihr daran interessiert seid, dann lasst gerne ein Abo da. Aber das war's für heute. Hier nochmal mein Ersteindruck verlinkt. Checkt ihn gerne aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.